So Leute, herzlich willkommen zum fünften Teil des Let's Plays Minecraft. Wir wollen heute den Erker ein bisschen weiterbauen, dann im Parterre-Bereich noch ein bisschen Einrichtungen ranbasteln. Ja, und das war eigentlich schon wieder die Agenda für heute. Was wir jetzt in dieser Folge machen. Bei dem Erker hatte ich mir jetzt hier Folgendes überlegt, dass man dort einfach mal ja, dann irgendwie so eine Sitzbank da oben hin macht oder sowas, ein Fenster dort in die Ecke, dort wo jetzt der Block steht zum Beispiel. Das sehen wir dann gleich, wenn ich das Fenster ein bisschen begrenzt habe. Hat auch schon überlegt, dann vielleicht da irgendwie noch einen Block Wolle oder sowas hinzumachen, wie so eine Liegewiese oder sowas, dass man da sich mal ein Buch hinhauen kann und mal ein bisschen schmökern. Das müssen wir noch mal sehen, was wir dann in den nächsten Folgen daraus noch machen. Aber vom Prinzip her, ja, so sieht unser Erker bis jetzt aus. Was wir dann noch ein bisschen machen müssen, ist das ganze Ding von unten hoch aufzwipschen. Da kommen wir dann gleich zu. Das soll ja auch einigermaßen ansprechend aussehen, das ganze Ding. Obwohl es eine windschiefe Hütte ist und die ja nie ordentlich aussehen kann. Aber was soll's. Dazu gehen wir jetzt mal runter und craften uns dann mal, nachdem wir da noch geguckt haben, kurz was Neues. Und zwar craften wir uns kurze Treppen. Hierzu packen wir Bretter in eine solche Stufenform. Interessanterweise hat die Stufenform nur drei Stufen und die kurze Treppe hat nur zwei Stufen. Da war ich am Anfang ein bisschen verwirrt. Aber naja. Gut, mit den Treppen werden wir jetzt das ganze Ding von unten ein bisschen ausgleichen. Wir sehen, das sieht alles ein bisschen sehr klobig aus. Was wir jetzt mit den Treppen machen können, ist folgendes. Passt auf, wir wählen sie aus und setzen sie dort rein. Damit kriegen wir dann so kleinere Abstufungen hin, die dann schon mal ein bisschen besser aussehen, finde ich persönlich. Müsst ihr dann mal, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so seht. Wie auch immer, jetzt müssen wir uns hochbauen, damit wir da oben in die Ecken kommen. Da ja unsere Reichweite von unserer Hand zwar schon groß ist, aber doch irgendwie beschränkt. Wir sehen hier, dass Treppen immer in unsere Richtung ausgerichtet werden. Das heißt, die linke Treppe wurde genauso ausgerichtet. Wir müssen also, wenn wir jetzt mal so physikalisch uns das überlegen, Einfallswinkel und Ausfallswinkel, einen Winkel haben, der zum Lot weniger als 45 Grad hat. Dann klappt das mit den Treppen. Auch Treppen in Ecken setzen ist immer ein bisschen heikel. Dass wir dann so eine Ecktreppe rauskriegen, da habe ich noch keine richtige Methode gefunden, um das hinzubekommen, außer die Seiten außerhalb der Ecke mit Treppen zu versehen, dann die Treppe in die Ecke zu machen, aber manchmal geht dann beim Entfernen der anderen das doch wieder alles durcheinander, also das ist dann immer ein bisschen Friemel, sage ich mal. Aber wir kriegen es auch so hin, damit sieht das dann schon mal schön gleichmäßig aus. Ja, gucken wir uns das mal von weiter weg an. Sieht jetzt natürlich mehr aus wie so ein Burgturm mit Zinnen oben. Aber da wollen wir dann das nächste Mal uns noch ein bisschen ranmachen, um das Ganze dort ein bisschen zu verschönern noch. Gut, jetzt gucken wir uns da mal hier die Hütte an. Da habe ich jetzt überlegt, wir müssen einen Sturz machen, weil so eine Tür in Minecraft zwei Felder hoch ist. Das heißt, oben hätten wir sonst eine Lücke, wo dann Spinnen durchkommen könnten, glaube ich. Und das sieht ja auch so nicht schön aus. Da hatte ich dann mal geguckt, überlegt, Sand da oben rein geht nicht, das fällt ja runter, ist ja von der Schwerkraft belastet. Volle Hammern erst eins, auch nicht schön. Hab dann so ein bisschen hin und her überlegt, hab dann auch dasselbe, wie ich es jetzt erzählt habe, da auch nochmal erzählt. Ihr wisst ja, ich kommentiere noch nach, die letzte Folge heute, die ich nachkommentiere. Wenn das beim nächsten Mal besser klappt, was ich hoffe. Und da fiel mir ein, wir haben doch hier den Birken. Die habt ihr schon gesehen, die Eichenholzbretter sind ein bisschen dunkel. Wir hatten ja auch schon Birken-Sticks gemacht. Sticks sehen aber gleich aus. Da gibt es keine farblichen Unterschiede. Aber wenn wir aus Birkenholz Birkenholzbretter machen, so sind diese Bretter ein bisschen heller. Da dachte ich mir, das könnte vielleicht ein schöner Eyecatcher sein, da über den Türen. Und dementsprechend gesagt, getan, ein paar Birken abgeholzt. Die craften wir uns. Die habe ich natürlich wieder vergessen, dass ich meinen Crafting-Bereich einmal mit mir trage. Mit dem ich zumindest Birkenholzbretter hätte herstellen können. Das steht mal auf.
Dann schmeißen wir mal den ganzen Kram da in die Truhe rein. Ja, was wir jetzt machen ist folgendes, wir setzen dort mal Birkenholzbretter rein. Das sieht dann schon mal ein bisschen besser aus. Mein helleres Holz, Holzoptik aber trotzdem immer noch drin, gefällt mir ganz gut. Das Optimum ist es zwar immer noch nicht, da müssen wir dann vielleicht später mal gucken, was wir da noch so reinbasteln. Ja. Und hier machen wir dann mal Türen, damit wir die Hütte dann auch mal abschließen können. In der nächsten Session müssen wir dann auch noch Glas herstellen. Muss schon mal gucken, wie man dann mit der Kohle klarkommt. Da werden wir dann wahrscheinlich erstmal ein bisschen in die eine Höhle da hinten reingehen oder Höhle in den Spalt, in die Kimme der Welt. Ja, und sollen wir schon Türen. Sieht schon mal schick aus. Natürlich mit dem Weißen da oben müsste man jetzt irgendeine Verwendung finden. Da dachte ich mir noch ein bisschen Fackeln dran. Das ist der Eingangsbereich beleuchtet, dass man einfach mal abends spät nachts aus der Mine kommt, sich da nicht auf den Stufen auf die Fresse legt. Ja, dann machen wir. Habe ich mir überlegt, der Eingangsbereich ist jetzt zu leer. Da jetzt schon alles mit Truhen voll zu packen, wäre auch nicht so das Wahre. Also machen wir doch da mal so eine Schenkenoptik. Und dafür machen wir uns dann jetzt mal hier so Zaunslatten. Das können wir einfach so machen, das ist kein Problem. Und jetzt schauen wir mal. Wir haben ja noch diese Stufen. Mit diesen Stufen kann man auch Möbel darstellen. Und zwar jetzt hier mal so eine Eckbank. Einmal rum, ringsherum. Wo ich sagen muss, dass jemand nächstes Mal vielleicht mit einem dunkleren Holz machen. Da müssen wir mal hinten in die Tropenregion gehen. Damit sich das ein bisschen abhebt von dem Rest. War erstmal so eine kleine Studie, sage ich mal, was man da machen könnte. Und ja, dann habe ich mir überlegt, Tische noch zu machen. Und fand das mit dieser Eichenholzstufe, das sah ja schon mal richtig dämlich aus, war. Und ich habe mich dann erinnert, wir hatten doch vorhin da diesen Eden-Party-Typen, der da auf dem Tisch rumgetanzt ist, in dem Beduinendorf da hinten. Und der hat den Tisch. Da dachte ich mir, verdammt, wer hat denn der den Tisch gemacht? Ist das vielleicht irgendwie so ein festgesetztes Ding? Hab dann hier eine Falltür. Minecraft-Experten wissen jetzt natürlich, Falltür da drauf können wir nicht setzen. Die kann man nur so setzen. Hm. Also nicht schön wie ein Tisch ausgesehen durch diese Metallkante da bei diesem Texture Pack. Also, kurz erinnert, Party-Typ hinten hatte Tisch. Gehen wir hin, gucken uns an. Dafür schwimmen wir mal hier rüber. Auch schön freundlich eigentlich mit der Axt dort in das Dorf reinzugehen, fällt mir jetzt das auf. Aber naja. Der hat da auch einen Rotlager losgelassen. Was auch immer. Und da haben wir diesen Tisch. Da ist er. Gut abgebaut. Teile untersucht. Eine Druckplatte in der Falltür. Da dachte ich, ich habe jetzt dieses Brett nicht, weil ich diese Druckplatte da zwar gesehen hatte, aber mir war das schleierhaft, weil ich dachte, die Druckplatte ist ja auch nicht gerade flacher als sowas. Dachte, der hat einen Stick darunter gehabt. Nee, hat er nicht. Ganz komisch. Naja. Nun war der Tisch kaputt. Ich hatte immer noch nicht richtig den Durchblick. Also dachte ich mir, gehst du ins nächste Haus rein. Sagst mal da hallo. Guckst dir an, wie die das da gemacht haben. Aber da bin ich hier irgendwie wohl in den Darkroom reingekommen. Keine Ahnung, warum die keine Lampen haben. Und der hat dann aus dem Zaunsfeld-Ding da. Okay. Dann packe ich mir den Tisch wieder drauf, weil ich wusste jetzt auf jeden Fall mit der Druckplatte das. Tür zu. Ist ja anständig. Dort können wir nachher übrigens auch mal Weizen klauen. Ja, und nun gehen wir wieder zurück zu unserer Behausung, zu unserem Domizil, was ja jetzt schon mal ein bisschen wächst. Sehr schön.
dachte mir, der Bauch sehr empathisch da. Ich hätte das jetzt auch alles mal mit einem Schritt machen können, indem ich da einfach mal links und rechts Vierer hingesetzt hätte. Aber man kann ja die Maus auch mal ein bisschen mehr beanspruchen. Stecker habe ich dann noch gemacht, obwohl ich noch welche hatte. Manchmal verliere ich dann auch den Überblick, was ich nicht schon alles habe und was noch nicht. Aber naja, das kennt ihr wahrscheinlich auch alles schon. Gut, und jetzt haben wir hier tatsächlich dann in der Form den Tisch. Sieht jetzt nicht ganz spektakulär aus, aber ich denke mal wirklich für die Optik, dass man sich denkt, ach, das könnte den Tisch darstellen. Reicht das? Und schon mit der Strebe da unten, die Lücke dazwischen, gefällt mir nicht so ganz. Aber ja, da wollte ich eine Fackel draufstellen. So als Candlelight in der Kerze. Und Sitzprobe. Das heißt, wir können hier wirklich ziemlich hinsetzen, nach getaner Arbeit und es uns gut gehen lassen. Gut. Ja, und jetzt schauen wir uns hier oben aufs Dach. Das war dann die erste Aufnahmesession von Minecraft. Jetzt hier insbesondere der fünfte Teil davon, das heißt auch das fünfte Let's Play Minecraft. Ich verabschiede mich bei euch, hoffe, dass es das nächste Mal ohne Nachkommentieren klappt. Drückt mir die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Und man sieht sich.